Sehr verehrte Herren Abgeordnete, lieber Herr stellvertretender Bürgermeister, verehrter Herr Kai Warnecke, Herr Präsident von Haus und Grund, lieber Herr Tim Voss, lieber Herr Thomas Holzmann, lieber Reinhold Horst, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Soundtwisters, herzlichen Dank für diese ganz wunderbare musikalische Aufführung eben. Und wie ich gelernt habe, war die Solosängerin ja sogar die Tochter von Herrn Voss. Gratulation zu dieser ganz herausragenden Stimme. Sie haben natürlich in Walsrode ganz wunderbare Attraktionen. Einer davon ist der Weltvogelpark, den ich mit meinen Kindern auch öfter besuche. Und beim Thema Vögel geht es natürlich am Ende auch um Nestbau, es geht um Sicherheit, es geht um Geborgenheit. Und das ist im Kern ja auch das Thema von Haus und Grund. Auch Sie engagieren sich, Sie investieren privat, Sie bauen Nester und sorgen für Sicherheit und Geborgenheit, auch für viele Menschen in diesem Lande. Und insofern, alle miteinander, leistet Haus und Grund natürlich eine enorm wichtige Arbeit. Sie setzen sich für die Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer ein, wirken so an zentraler Stelle beim Erhalt und der Förderung privaten Eigentums in der Grundstücks- und Wohnungsbauwirtschaft. Und der Ministerpräsident hat es eben schon gesagt, und ich will es auch tun, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz, für Ihre Arbeit, für die Zusammenarbeit mit uns auch und für Ihr segenreiches Wirken. Sie sind eine starke Stimme, und das sollten Sie bleiben. Wir haben 98 angeschlossene Ortsvereine, wenn ich richtig informiert bin, und rund 60.000 Mitglieder. Damit haben wir etwas gemeinsam. Die CDU hat auch ungefähr 60.000 Mitglieder. Allerdings sind wir am Schrumpfen und Sie am Wachsen. Vielleicht können Sie uns helfen, auch ebenfalls mitzuwachsen. Die Qualität dieses Vortrages wird darüber entscheiden. Aber wir haben nicht nur die Mitgliedszahl gemeinsam, sondern auch eine Geisteshaltung. Und insofern will ich Ihnen mitteilen, ohne Wenn und Aber, dass der Schutz des privaten Eigentums, auch des Einstehen dafür. Und ich weiß auch, dass ich hier als Vertreter einer politischen Richtung stehe, die auch in den letzten Jahren nicht überall, immer in dieser Geisteshaltung so gewirkt hat, wie Sie sich das vielleicht auch von uns erwartet hätten. Und das ist mir auch bewusst. Und wir haben uns auch ein bisschen auf den Weg gemacht, als neue Generation in der CDU, diese Geisteshaltung auch wieder ein Tickchen zu korrigieren. Und zwar wieder hin zu ohne Wenn und Aber, zum Schutz des privaten Eigentums. Es gibt ein wunderbares Zitat auf Ihrer Webpage, da heißt es, das private Eigentum als elementares Grundrecht wird derzeit von vielen Seiten bedrängt, oft unter dem Deckmantel sozialer Gerechtigkeit. Und gerade deshalb ist Ihre Arbeit in diesen Tagen von ganz besonderer Bedeutung. Und ich darf Ihnen versichern, dass die politischen Kräfte, die sich gegen privates Eigentum stellen, in uns gemeinsam einen Gegner finden werden. Und wir unterstützen Sie in Ihrem Ziele, den Schutz des privaten Eigentums zu sichern und festzuhalten und ihn auch zu unterstützen und dafür einzutreten. Und wir werden das mit Ihnen gemeinsam tun und vorantreiben in den nächsten Jahren. Und durch die wirtschaftliche Freiheit und die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben und zu schützen, werden auch individuelle Rechte gestärkt. Und Privateigentum ist auch wesentliches und konstitutives Element der sozialen Marktwirtschaft. Es schafft Anreize für Investitionen, Innovation, wirtschaftliches Wachstum. Und ich selbst habe Volkswirtschaft studiert und auch abgeschlossen. Und meine Studienschwerpunkt damals war Institutionenökonomik, schwieriger Fachbegriff, sachlich schwieriges Wort. Aber im Kern geht es darum, Anreize so zu setzen, dass am Ende auch der politische Erfolg erzielt wird, den man sich wünscht und den man auch beabsichtigt.
Und Sie haben es angesprochen, bei dem aktuellen Handeln der Bundesregierung kommen da einem erhebliche Zweifel. Und ich will es auch an dem Beispiel machen, das heute schon öfter angesprochen wurde, nämlich das angedachte Heizungsverbot ab 2024 für viele, viele technologischen vorgesehenen Heizungen. Und wir haben es vorhin gehört, wir sind alle dem Ziel verpflichtet, Klimaschutz auch wirklich zu wollen und auch wirklich umzusetzen. Und wir alle wollen den Verbrauch von fossilen Energien zurückdrängen und den Verbrauch reduzieren und unsere technologischen und Energieversorgung auf ein anderes Standbein stellen. Aber dieser Heizungsbauer erzählte mir dann, wissen Sie was, Herr Lechner, was die Menschen im Moment am meisten für Heizung bestellen? Gas- und Ölheizung. Weil sie sich natürlich selbst sagen, wenn ich jetzt nochmal eine neue Heizung kaufe, dann komme ich 20 bis 25 Jahre über die Runden, ja, und dann ist das für mich erledigt, dieses Investitionsthema. Und damit wird ein falscher Anreiz gesetzt und für uns Institutionökonomen ein klassisches Beispiel von Fehlanreiz, weil nämlich jetzt dafür gesorgt wird, dass der Verbrauch fossiler Energien in den nächsten Jahren steigen wird im Vergleich zu vorher und nicht abnehmen wird. Und damit wird genau das Gegenteil von dem erreicht, was die Bundesregierung eigentlich wollte. Und das ist ehrlicherweise schlicht und einfach schlechtes Regierungshandeln. Und dann wird zu Recht gesagt, ja Herr Lechner, aber was kann man denn anderes tun? Was ist denn die Alternative? Und was viele, glaube ich, noch nicht realisiert haben, aber die Europäische Union möchte ab 2026 mit Wirkung 2027 den sogenannten Zertifikatehandel auf den Gebäudesektor ausweiten. Das bedeutet im Kern, dass ab 2027 Heizungen, die viel CO2 emittieren, teurer werden und Heizungen, die wenig CO2 emittieren, günstiger. Und jetzt kommt das wirklich Knifflige. Das bedeutet, dass die Menschen, die sich jetzt eine Öl- und Gasheizung kaufen, weil sie vor dem Hintergrund des Heizungsverbots der Bundesregierung reagieren möchten und Verlässlichkeit haben für die nächsten 20 Jahre, die werden 3 Jahre später über den EU-Zertifikatehandel für die Heizung, die sie heute kaufen, mehr zahlen müssen, weil dieser Zertifikatehandel Heizung teurer macht, die viel CO2 emittieren. Das heißt, sie sind sogar doppelt gekniffen. Und Sie haben es gesagt, wir brauchen auch eine kommunale Wärmeplanung, denn es ist völlig klar, dass viele Eigentümer nicht in ihre Heizung und auch nicht in neue Heizung investieren, wenn überhaupt nicht ersichtlich ist und klar ist, ob vor Ort als Kommune Fernwärme- oder Nahwärmenetze geplant sind, ja, und ob ich mich daran anschließen kann oder nicht anschließen kann. Und insofern finde ich, der wichtigere Schritt wäre eigentlich als Bundesregierung jetzt hier Klarheit zu schaffen und auch als Landesregierung, nämlich Klarheit zu schaffen, wie das mit der kommunalen Wärmeplanung aussehen soll, welche Anschlüsse kommen soll, wie das mit Anschlusszwängen etc. sein sollte, wo, wie, welche Projekte entstehen, wie Fernwärme und Nahwärme auch erleichtert wird und gefördert wird. Wenn wir darüber schnell Klarheit bekommen, können Sie sich alle darauf einstellen, wie Sie mit Ihrer Heizungsplanung auch als Eigentümer reagieren. Und insofern wäre es gut, wenn die Bundesregierung dort möglichst schnell Klarheit auch schafft. Und so verteuern wir natürlich Schritt für Schritt überall das Bauen und fragen uns dann, warum nicht günstigeres Bauen auch möglich ist. Ich finde es richtig, dass wir versuchen, auch im Gebäudesektor energiesparend anzusetzen. Aber es muss aus meiner Sicht auch etwas modularer, etwas stufenweise geschehen können. Es muss auch möglich sein, sozialen oder günstigen Wohnbau mit anderen Wärme- und Energievorschriften erstellen zu können. Vielleicht auch im modularen Bauen, damit wir tatsächlich dahin kommen, dass wir auch mal günstigeren Wohnraum, insbesondere für die, die ihn brauchen, aber auch für viele ältere Menschen in diesem Lande schaffen, sodass man vielleicht auch manche Vorgaben einfach mal abstufen kann, ja, und dort auch ein bisschen mehr Freiheit schaffen kann, damit tatsächlich auch zu geringeren Kosten gebaut werden kann. Sie sehen, es gibt viele
Möglichkeiten, dort auch zu agieren. Ich weiß auch, dass regelmäßig jedes Jahr Politiker vor Ihnen stehen und ähnliche Vorträge halten, aber sich am Ende materiell dann doch etwas, ja, nicht viel oder nur sehr langsam tatsächlich ändert. Deswegen fand ich einen Satz, den uns die Staatssekretärin in Estland im Wirtschaftsministerium gesagt hat, besonders spannend. Sie hat gesagt, auf die Frage hin, was die größten Fehler waren, die Sie bei der Digitalisierung getan haben, hat sie Folgendes gesagt: Wir wollten den großen Wurf, den haben wir lange geplant und damit wollten wir alles umreißen und damit sind wir kläglich gescheitert. Und deswegen glaube ich, dass es uns Politikern gut tut, wenn wir uns ein bisschen der Geisteshaltung der Esten annähern. Seitdem machen sie simple und schnell umsetzbare Dinge, damit es auch zu Erfolgen kommt. Und deswegen kann ich Ihnen zusagen, dass diese Geisteshaltung, die wollen wir nach vorne bringen. Kleine Änderungen, schnelle Änderungen, die dann aber auch umgesetzt werden und die sich am Ende auch für Sie alle auswirken. Das muss, glaube ich, der Stil sein, mit dem wir jetzt die nächsten Jahre den Herausforderungen begegnen. Und das gilt auch im Mietrecht. Und auch da sage ich wieder selbsteinschränkend, haben wir nicht an jeder Stelle segensreich gewirkt. Und ich kenne die Schwierigkeiten auch aus Beobachtung im eigenen Familienkreis, wenn man vermietet und wenn man auch an Menschen vermietet, die keine Miete regelmäßig zahlen und die auch nicht vertraut sind mit den Vorschriften von Anstand und wie man eine Mietwohnung auch ordentlich hält und behandelt, wenn man dort wohnt. Und ich weiß, welche Mühen es kostet, dann dagegen auch tatsächlich vorzugehen und welche Nerven es auch kostet, am Ende zu dem Punkt zu kommen, dass diejenigen das eigene Wohneigentum wieder verlassen. Und ich finde, wir müssen hier wieder eine andere Balance zwischen Mieterschutz und Vermieterrechten bekommen. Im Grundsatz ist klar, dass derjenige, der mietet, nutzt fremdes Eigentum. Aber er hat nicht das Recht, dieses Eigentum zu besetzen. Und insofern muss es möglich sein, dass wir dort rechtlich nachsteuern mit kleinen Schritten, damit wir den Vermietern mehr Möglichkeiten geben, diejenigen, die keine Miete zahlen oder die ihre Wohnung nicht in Ordnung haben, auch schneller loszuwerden und ihre Wohnung neu zu vermieten. Das ist Eigentumsrecht und Schutzeigentumsrecht und das muss gewährleistet bleiben. Und dann ist auch klar, dass diejenigen dann sagen, ja, man darf aber doch auch, man braucht einen starken Mieterschutz, um auch den Spekulationen entgegenzuwirken. Und auch ich finde, das, was teilweise auch an Wohnungsspekulationen in unseren Städten stattfindet, nicht tragbar, auch nicht rechtfertigbar. Aber es sind doch nicht die privaten Eigentümer, die diese Spekulationen begehen, sondern ganz andere Marktakteure. Und ich finde, auch da muss man mal einen kleinen Unterschied machen. Ja? Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen den Vermieterrechten von privaten Eigentümern, die ein oder zwei Wohnungen haben, um damit für das Alter vorzusorgen, oder denjenigen, die große Wohnungsbauunternehmen sind und Tausende von Wohnungen haben. Man kann das nicht gleich behandeln, auch rechtlich nicht. Und man kann nicht die kleinen privaten Vermieter darunter leiden lassen, dass wir diese Regeln geschaffen haben für die großen Unternehmen. Da braucht es eine Abstufung, da braucht es eine rechtliche neue Würdigung und es braucht eben mehr Rechte für die privaten Eigentümer, die das tun, weil sie für ihre Altersvorsorge vorsorgen. Und dazu gehören natürlich auch so Dinge wie CO2-Abgabe, Steuer und wie das aufgeteilt wird zwischen Vermieter und Mietern. Und ich habe es Ihnen eben geschildert, die CO2-Bepreisung wird kommen für den Gebäudesektor.
Und wir sehen ja, wie das mit der CO2-Steuer gelaufen ist, welche Anreize dort gesetzt werden. Wenn der Mieter besonders energiesparend ist, ja, dann läuft man sogar am Ende Gefahr, dass der Mieter mehr Anteil an der CO2-Abgabe zahlen muss, damit einen falschen Anreiz gesetzt hat. Es im Kern gilt bei der CO2-Steuer der Anreiz, dass ich als Mieter möglichst viel Energie verbrauche, ja, und nicht möglichst niedriger. Auch das ist wieder von dem Hintergrund von Institutionen und Ökonomen ein falscher Anreiz. Ich rufe die Bundesregierung auf, auch vor dem Hintergrund der Einführung des CO2-Zertifikatehandels, dass wir diese CO2 und wir machen das über den CO2-Zertifikatehandel. Der wird das ausgleichen. Das ist ein anderer Mechanismus und ich glaube, es wäre der bessere und gangbarere Weg. Ludwig Erhard, und dann bin ich auch durch mit den Größen der CDU, hat gesagt, ich vertraue der privaten Initiative und glaube, dass sie die stärkste Kraft ist, um aus den jeweiligen Gegebenheiten den höchsten Effekt herauszuholen. Ich bin der festen Überzeugung, eine bessere Wohnungspolitik ist machbar, wenn man auf die Innovationskraft der Menschen vertraut, auf ihre Investitionsbereitschaft, die richtigen Rahmenbedingungen setzt, die richtigen Anreize setzt, dann wird es gemeinsam gelingen, eine Wohnungspolitik aufzustellen, die die Klimaziele erreicht, gleichzeitig mehr Wohnungen schafft und trotzdem die Möglichkeit bietet, für private Eigentümer auch Altersvorsorge zu schaffen. In diesem Sinne alles Gute, herzlichen Dank für die Einladung und auf gute Zusammenarbeit.